Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Live. Heute wollen wir uns mit etwas ganz Wichtigem beschäftigen. Und zwar, wenn wir hier mal reingucken, haben wir schon einiges geschafft. Und heute, ich habe mal geguckt, wir haben alles da, um die Cooling Coil zu machen. Dadurch bekommen wir eine Loot Chest. Und davon brauchen wir zwei. Wenn wir jetzt hier nämlich mal gucken. Hier Cooling Coils. Dafür brauchen wir Diamond Shards. Davon brauchen wir insgesamt zwei. Das heißt, wir brauchen hier Nether Bricks. Hier die Sachen, die sind Diamant und Lieberblut. Jetzt war ich fleißig. Ihr seht hier schon, ich habe ein paar Crucibles. Ich habe hier meine Base auch ausgebaut, aber dazu kommen wir später. Hier sind 800 Millibuckets, also 8 Buckets, 8 Buckets, 8 Buckets. Sind 8, 16, 24, 24 Lava Buckets. Und jetzt muss ich mal gerade eben gucken. Okay. Ja, dazu kommen wir gleich. Hier haben wir Clean Stone. Weil wir müssen jetzt zuallererst eine Sache machen. Wir brauchen hier Slabs. Zwar hier eine Stone Barrel. Die wir mal einfach brauchen eine ziemlich freie Fläche dafür hier hinstellen. Jetzt brauche ich Fences. Machen wir uns einfach mal ein paar. 1, 2, 3, 4. 2. So, drei Stück, einer da, da und hier. So, gut, wo ist mein Eimer? Hier, gut. Und jetzt klauen wir uns mal nach da hinten das Wasser vom Cobblestone-Generator. Ja, hier habe ich aufgeräumt. Ich habe hier keine Rohre mehr. So. Und hier, das zeige ich euch auch nochmal kurz. Wir haben kein Cockpit mehr. Weil ich keine Ahnung hatte mehr, wohin mit den Kisten. So, und wenn wir das nämlich jetzt hier reinfüllen, bekommen wir Obsidian raus. Wie viele brauchen wir von Obsidian? Wenn wir hier mal gucken, wir brauchen zwei. Schauen wir mal gerade eben kurz Diamond Shards. Davon brauchen wir zwei, also einmal. Gut, wir brauchen ein. Zwei. Zwei davon. So, und jetzt brauchen wir Netherrack. Und da muss ich gerade nochmal nachschauen. Netherrack. Genau, dafür brauchen wir einen Redstone in Lava. Können wir eigentlich mal wieder nach da hinten setzen. So, und dafür brauchen wir insgesamt sechs Stück. Habe ich überhaupt Redstone? Ja, sieben Stück. Und hier seht ihr auch noch einiges. Hier, guck mal, allein wir haben jetzt, wenn wir das alles durchschmelzen, hätten wir hier allein schon zwei Stacks. Und ich habe hier noch einiges mehr. Hier ist noch voll viel drin. Hier die ganze Kiste ist voll und guckt euch bitte schon das an. Ich habe das seltenste Item einfach fast zwei Stacks voll. Ja. So und drei theoretisch sollte das hier funktionieren. Genau. Und davon brauche ich jetzt mehrere. So. Vier, ich brauche noch zwei. Und das letzte. So, die muss ich jetzt durchschmelzen.
In der Zwischenzeit suchen wir uns mal alle Sachen zusammen, die wir brauchen. Also zwei Diamanten sind klar. Hierfür brauche ich noch Sticks und Strings, das ist kein Problem. Hier ein Gold, Flint und Eisen. Und hier die. Also, das Flint hatten wir, glaube ich, hier reingepackt. Das hier wollte ich euch auch nochmal zeigen. Ich war extrem viel Sand farmen. Unten. Wo habe ich einen Flint? Also hier schon mal Gold, Dias. Ein Stick. Flint. So, jetzt haben wir den Dia. Wir haben Gold, wir haben Flint, wir haben Obsidian, das haben wir. Jetzt brauche ich nur noch Strings. Und die habe ich. Hier. Gut. So, wir burnen mal wieder. Und Holz brauchen wir. So, dann das, das, das und hier zwei, davon brauchen wir aber auch zwei, ne? Gut, Diamanten habe ich. Okay, wir brauchen Cobblestone. Vorher kühlen wir uns hier mal kurz ab. Komm schon, geh runter. Eins, zwei, drei. Okay, dann muss ich nicht. Also wie viel brauche ich? Ich brauche 10. Gut. Wir haben Hyperthermia. Komm, die bekomme ich noch gecraftet, bevor ich sterbe. Oh, okay, ich habe zu viel gemacht. Okay, und wir werden sterben. So, und das ist auch ein Problem. Shit, wieso spawn ich denn hier draußen? Mann. Ist das mal scheiße. Ich muss offscreen mal meinen Spawnpunkt wieder hier hinsetzen. So, und jetzt hätten wir nie wieder Probleme, soweit ich weiß. Das war dumm. Loot Chest. Semi-Egg-Kill.
Double Compressed Cobblestone, Double Compressed Gravel, Double Compressed Sand. Naja, gut. So, wo stellen wir die mal hin? Die stelle ich hinten ins Cockpit mit rein. Hier eine hin, hier eine hin. Und wir brauchen einen Hebel. Ah ne, der ging mit Koppeln, ne? So, und jetzt guckt, jetzt müssen wir uns eigentlich abkühlen. So, und jetzt haben wir eine Klimaanlage. Jetzt müsste ich gucken. Hier. Jo, das wird fest. Gut, Temperation Regulator. Temperation. Ja. Drei Cooling Coils, drei Heating Blaze Rods. Oh shit. Dafür muss ich in die Hölle. Alter, der ist verdammt, verdammt, verdammt teuer. Okay. Transfer Pipes. Transfer Pipes. Hier, Wild Dust. Wie bekommen wir das, indem wir Soul Sand durchsehen? Soul Sand bekommen wir, indem wir Sand in Rich Water tun. Wie wir Rich Water bekommen, ist jetzt allerdings eine andere Sache, weil das wird hier nicht aufgelistet. Retank, bliblablub. Ja, gut. Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.